Ich bin der Stefan, ich bin der erste Vorstand der Genossenschaft Mitzenleben EG aus Olching. Ich bin Mitbegründer, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und mich hat es durch verschiedene Umstände hierher verschlagen. Vor einigen Jahren durfte ich eine landwirtschaftliche Ausbildung machen und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit gehabt, einen Hof zu übernehmen, einen Demeter-Betrieb. In der Nähe von Augsburg war das damals. Und durch verschiedene Umstände und durch das Tun und Wirken auf dem Feld habe ich immer mehr gemerkt, dass ganz vieles in unserer Struktur und wie wir miteinander wirtschaften und arbeiten nicht mehr stimmt. Meiner Meinung nach ist es so, dass der Handel versucht, wir wissen es ja alle, die Preise zu drücken, möglichst günstig einzukaufen und es natürlich möglichst teuer an die Endkunden weiterzugeben. Ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das denn strukturell verändern kann und bin aber immer wieder daran gescheitert, eine Möglichkeit zu schaffen, wie man das denn machen kann. Und irgendwann haben sich dann Menschen zusammengetan und versucht, eine Lösung dafür zu finden. Und daraus ist jetzt die Genossenschaft entstanden. Ich bin der Matthias und ich bin der zweite Vorstand der Genossenschaft. Und ich komme hier aus der Region, also ich bin in der Gemeinde Olching aufgewachsen und wohne jetzt schon sehr, sehr lange auf einem Biolandbetrieb hier und kriege so aus erster Hand mit, was einfach Landwirtschaft Tag zu Tag bedeutet, was da an Arbeit anfällt und wie das aussieht und auch wie die Bezahlung aussieht und so weiter. Ich selber arbeite nicht in der Landwirtschaft, ich bin Softwareentwickler, wohne aber eben auf diesem Biolandhof. Ja, während der großen Umbruchszeit jetzt die letzten Jahre habe ich auch immer nach einer Möglichkeit gesucht, wie kann man konkret für eine bessere Form des Lebensmittelerwerbs sorgen. Und mit der Genossenschaft hier haben wir, glaube ich, eine gute Möglichkeit gefunden. Die Software entwickle ich momentan eigenständig mit Hilfe von anderen Genossen quasi oder Leuten aus unserer Genossenschaft. Und die Erprobungsphase beginnt jetzt sehr bald. Das Besondere an dieser Software ist, wie kann man jetzt die von der Landwirtschaft erzeugten Produkte möglichst gerecht und so, dass alle immer wieder einfach auch begeistert sind von den Produkten, auf die Abnehmer, die Verbraucher verteilen. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Träumer. Man hat zu mir immer gesagt, der Stefan, der schaut in der Schule immer aus dem Fenster raus und kümmert sich nicht um das angeblich Wichtige in der Schule. Das Träumen, das hat mich aber immer begleitet und ich habe immer von einer Welt geträumt, in der wir mehr in der Kooperation zusammenarbeiten. Und dafür ist die Genossenschaft meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Werkzeug, weil wir miteinander, mit den Erzeugern und wir sind ja sozusagen die Endverbraucher, auf einer Linie miteinander kooperieren können. Wir können sagen, was brauchst du von uns, damit es dich morgen noch gibt und dann in einen Austausch gehen. Das haben wir auch schon sehr gut gemacht jetzt in dem letzten Jahr, seitdem es uns gibt. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten austariert, in welche Richtung es gehen soll. Und dankenswerterweise haben wir jetzt durch die Software, die daraus entstanden ist oder entstanden wird, die ist jetzt in den Endzügen, diese Lebensmittel, ich nenne sie mal Verteilung, ermöglicht, damit diese Balance zwischen Landwirtschaft und Endkunden oder Verbraucher, man kann da verschiedene Wörter nehmen, diese Balance wieder in eine Waage zu bringen. Und ich glaube, indem man miteinander redet und miteinander spricht, kommen die besten Sachen raus. Die Natur macht es uns vor, die kooperiert jeden Tag. Eine Pflanze, die braucht, wir wissen es ja alle, also diese grüne
dieser grüne Stoff, diesen, man nennt es auch Chlorophyll, den braucht die Pflanze. Damit wächst sie mit den Nährstoffen zusammen, mit der Luft, kann sie groß werden. Und wenn man das jetzt auch mal mit dem Menschen vergleicht und nur von einem Chlorophyllpunkt, nehmen wir einfach mal ein Chlorophyllmolekül und wir geben einen ganz kleinen Teil Eisen dazu. Dann haben wir was? Blut. Das, was wir in unseren Adern haben. Und wir sind sehr, sehr identisch eigentlich mit der Natur und müssen eine Möglichkeit finden, wie wir da wieder zusammenfinden. Also dieses Gleichgewicht wiederherstellen, dieses Miteinander wiederherstellen, diese Freude wiederherstellen und gemeinschaftlich versuchen, nicht nur für die Enkel, also man sagt ja enkeltauglich, ich würde sagen, es muss ur-ur-ur-enkeltauglich sein, damit es überhaupt Sinn ergibt. Wir denken insgesamt auch in viel zu kurzen Zeiträumen, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, das ist alles viel zu wenig und viel zu kurz gedacht. Und man darf gewisse Parameter einfach nicht rauslassen aus dem Thema. Da gehört Umweltschutz dazu, da gehört dazu, dass die Tiere, Insekten, wie auch immer, ein Gefüge haben, wie Hecken, die Vögel, alles. Also wir müssen wirklich da viel, viel tiefer denken, als wir es jetzt tun, weil momentan ist es der Mammon, nenne ich ihn jetzt mal, oder das Geld, der Kapitalismus, das ist so ein Part, aber der hat sich über alles drüber gelegt und wie so eine Glaskuppel total verfestigt. Und wir müssen da versuchen, dass das Geld ein Teil davon ist, aber nicht der Zweck. Und um da rauszukommen, glaube ich, ist eine gemeinschaftliche Lösung tatsächlich die beste, weil wir auf Augenhöhe mit Erzeugern, mit Mitgliedern zusammenarbeiten können. Genau dieses Problem geht die Software an und ich glaube, wir haben da sehr gute Ideen und Lösungen gefunden. Ich freue mich drauf. Es ist in ganz viel solidarischen Landwirtschaften das Problem, dass viel Personal aufgewendet werden muss, um beispielsweise Kisten zu packen oder eben diese Verteilung gerecht zu machen. Meistens ist es so, dass dann für den Letzten nicht mehr viel übrig bleibt oder nur noch das Gemüse oder die Lebensmittel, die keiner haben wollte. Und das ändern wir eben mit dieser Software, weil dann jeder oder die Software immer weiß, wer wann was genommen hat und diese Verteilung einfach besser funktioniert. Man könnte sagen, es ist ein Selbstbedienungsladen, wir sind aber kein Laden, sondern wir sind eigentlich ein Verteilpunkt. Mit dem Benefit, der jetzt noch dazukommt, ist, dass wir mit diesem wenigeren Personalaufwand den Landwirten einen besseren Preis bieten können, als es der Handel macht oder als es der Großhandel macht. Und dafür die Mitglieder, die bei uns dabei sind, die dürfen oder die können für ein geringeres Budget als beispielsweise in einem Bioladen bei uns die Waren erwerben. Wir haben Kartoffelbauern, wir haben Gemüsebauern also unser Sortiment wächst auch immer weiter. Also wir sind mit vielen Landwirten im Gespräch und können deshalb auch immer mehr auf die Grundversorgung aufbauen. Das Besondere an dieser Unternehmung, wir machen eine Genossenschaft, wo der Erzeuger und der Verbraucher, beide sind Unternehmer in dieser Genossenschaft. Die sind auf Augenhöhe. Es ist kein Konkurrenz mehr. Momentan ist es eine Konkurrenzsituation, wo der Abnehmer versucht, möglichst günstig vom Handel seine Produkte zu beziehen. Der Handel versucht, möglichst günstig von den Erzeuger seine Produkte zu beziehen. Und da entsteht eine Kampfsituation, eine Konkurrenzsituation. Und mit der Genossenschaft, wo der Erzeuger und der Verbraucher beide Unternehmer sind in der gleichen Unternehmung, entsteht eine Kooperation. Und man kann auch viel besser ein Verständnis erzeugen für die Position. Klar, der Verbraucher möchte es natürlich möglichst günstig, gerade in heutigen Zeiten, wo alles teurer wird. Aber der Erzeuger muss natürlich auch den Betrieb erhalten können.
Und in diesem Netzwerk besteht die Möglichkeit, dass man zusammenkommt und für alle eine gute Lösung findet. Und man hat daraus auch gleich ein Netzwerk geschaffen, dass da sind viele, viele Synergien auch möglich. Ich sag mal Hoffeste, wo dann gleich ein ganzes Netzwerk da ist und auch gegebenenfalls gleich Helfer da sind und so weiter und so fort. Wie sieht das im Alltag aus, wenn jetzt ein Mitglied seine Lebensmittel abholt? Also wir haben die Software, da kann man sich einwählen, dort ist dann hinterlegt, welche Erzeugnisse von unserem Landwirt gebracht wurden. Und da steht dann beispielsweise drin, du kannst für 10 Euro jetzt Gemüse nehmen, du kannst dir die Eier nehmen, du kannst dir die Haselnüsse nehmen. Und das wird dann über die Software abgebucht sozusagen. Und wenn jetzt beispielsweise eine Abholung bevorsteht, dann ist es zukünftig geplant, dass wir mit einem eigenen Fahrzeug zu den Landwirten fahren, diese zu unserer Verteilmöglichkeit bringen, die momentan in Olching ist. Bei unserem Amperhof noch, also wir planen natürlich, dass wir mehrere Verteilpunkte eröffnen und zusätzlich wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr am Amperhof sein können, weil die Räumlichkeiten sehr, sehr begrenzt sind. Also kurz gesagt, das Abholen kann man auch übers Handy machen, über einen Laptop, über einen Computer und kann im Prinzip vorher schon entscheiden, was es alles gibt, was möchte ich oder ich bin gerade gar nicht da, ich verzichte komplett auf die Abholmöglichkeit, dann weiß das die App und kann sozusagen diese Menge anders an die Menschen verteilen. Also die meisten Waren bekommen wir einmal in der Woche, außer gut lagerbare Waren wie Kartoffeln zum Beispiel. Und einmal in der Woche holt man als Abholer auch seine Waren ab. Über die Software hat man eingestellt, zum Beispiel wie viel Eier man pro Woche braucht, wie viel Kartoffeln man pro Woche braucht. Wie viel Gemüse, also zu welchem Budget man Gemüse pro Woche abholen möchte. Und man kommt dann zu dem Abholraum, der ist jetzt momentan in Geiselbullach auf dem Amperhof, kommt hin, loggt sich dort in die Waage ein und bekommt gleich gezeigt, ja, was man bestellt hat und nimmt sich die Waren, gibt es in die Waage ein und fertig. Was wir aber immer machen werden, das ist, direkt vom Erzeuger einzukaufen. Also wir werden nicht anfangen, vom Großhandel einzukaufen oder von irgendwo aus dem Ausland einzukaufen, wo wir die Erzeuger zumindest nicht kennen. Klar, Olivenöl beispielsweise, das wächst hier nicht. Aber selbst da gilt es dann, dorthin zu fahren, die Menschen kennenzulernen und auf Augenhöhe mit einem Miteinander in den Austausch zu gehen, um dort Waren zu beziehen. Wir wollen aber kein Supermarkt sein, sondern wir wollen sagen, oder wir wollen sein, eine Verteilungsmöglichkeit mit Grundnahrungsmitteln. Und da sind wir schon sehr, sehr gut dabei, mit beispielsweise Haselnüssen, Dinkelmehl, Kartoffeln, Eier, Gemüse, bald wahrscheinlich auch mit Säften. Und da habe ich große Lust auf jeden Fall weiterzumachen, aber es geht natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen auch mitmachen. Also es geht nicht, wenn wir beide das machen, sondern es muss wirklich die Lust bestehen, dass Menschen kommen und die am Wandel dabei sein wollen, ja, die Region vor allem auch zu stärken. Jetzt um mal konkreter zu werden, was es denn bedeutet, wie wird man denn überhaupt Mitglied bei uns? Also eigentlich ist es so, man kann es über unsere Webseite machen, www.mitsinnleben.de und dort sich den Mitgliederantrag runterladen und das Beitrittsformular ausfüllen, natürlich vorher auch die Satzung durchlesen. Wir hatten bis vor kurzem noch einen Monatsbeitrag, dieser wurde aber abgeschafft und wir sind jetzt soweit, dass die Mitglieder für 2 Mitgliederanteile A 100 Euro, also insgesamt 200 Euro bei uns Mitglied werden können und sonst sind erstmal gar keine Verpflichtungen. Es gibt keine Beiträge mehr oder es gibt, weil die Frage auch immer wieder auftritt, keine Nachschusspflicht.
und es gibt auch keinen Zwang, Lebensmittel abzunehmen. Also man kann erstmal Mitglied werden und man kann dann sich das Ganze erstmal anschauen, vielleicht mal versuchen, die ein oder anderen Lebensmittel, vielleicht nur mit Eier anfangen oder nur mit Kartoffeln anfangen, und hat dann über die Software die Möglichkeit, sich da so langsam ranzutesten. Wir sind ja Vorstände und wir machen das bisher vollkommen ehrenamtlich, wie alle Mitgenossen. Wir haben Leute, die die Buchhaltung machen, Leute, die uns Kapital gegeben haben für diese Genossenschaft. Bisher wird das vollständig ehrenamtlich gemacht. Also es ist ein Hobby von uns quasi. In absehbarer Zukunft haben wir überlegt, dass wir schon ähnlich dem Konzept vom Food Hub München, dass die Mitglieder, sagen wir mal, eingeladen werden, auch sich zu beteiligen. Und das sieht aber dann in der Form aus wie 1, 2, 3 Stunden im Monat. Und wenn Stefan hier sagt, wir brauchen möglichst viele Mitglieder, da sprechen wir aber von einer dreistelligen Zahl an Leuten. Dann ist das schon wunderbar. Wenn wir jetzt nur zu 10 das machen, so haben wir es jetzt das letzte halbe Jahr gemacht, um das auszuprobieren, um die Bauern kennenzulernen, da machen wir leider den Erzeugern nur mehr Arbeit. Und die Kernidee der Genossenschaft ist ja, den Erzeugern, den Landwirten, das Leben schöner zu machen, ihre Arbeit schöner zu machen. Und deswegen hoffen wir einfach jetzt bald auf eine dreistellige Zahl an Mitgliedern zu wachsen. Diese Beiträge der Mitglieder können so aussehen, zum Beispiel mal Ware abzuholen oder die Ware einzuräumen, den Verteilraum oder vielleicht zukünftig die Verteilräume mal zu putzen, mal eine Inventur zu machen, was noch an Ware da ist, mal Flyer zu verteilen, um die Genossenschaft bekannter zu machen in dieser Form. Also ganz einfache Tätigkeiten. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen dürfen, mit euch vielleicht wachsen dürfen, und vor allem, dass wir es in der Hand haben, dass es die Landwirte in unserer Region morgen noch gibt, und das wäre das Beste, was ich mir vorstellen kann, und dann noch die vor allem besten Lebensmittel zu bekommen, und ja, die sind wirklich genial. Ja. Jeder ist sehr, sehr begeistert, der bei uns dabei ist. Und allein dafür bin ich schon so dankbar, dass es Menschen gibt, die das wertschätzen, und ich freue mich natürlich, dass das in Zukunft dann hoffentlich mehr machen werden. Vielen Dank.